Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Baldur's Gate-Freunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Gut. In der letzten Aufnahmesession sind wir im Tempelbezirk angekommen und haben etwas über einen Kult erfahren, der sich gerne die Augen aussticht. Klingt schon mal sehr lustig. Die scheinen sich angeblich in den Abwasserkanälen zu verbergen. Davon haben wir ja hier ein paar Zugänge, nämlich 3 Stück. Und scheinbar werden die meisten von diesen Zugängen von solchen Kultanhängern bewacht. Also hier oben bei dem hier waren wir noch nicht, bei der bewachten Anlage, da gehen wir später hin. Also sobald wir unten in den Abwasserkanälen uns ein bisschen umgesehen haben. Und dann werden wir das Viertel verlassen. Also wir werden hier runtergehen, wahrscheinlich hier wieder hochkommen. Oder sogar hier. Gucken wir uns das Anwesen hier oben an, die bewachte Anlage. Dann gucken wir uns die Halle der strahlenden Herzen an. Und dann verlassen wir das Viertel hier drüber. Und gehen in den Regierungsbezirk, weil wir gehört haben, dass wir dort vielleicht eine Magierlizenz kriegen können. Damit Eri und Nalia nicht so viel Probleme beim Zaubern haben. Hier in der Stadt. Also ja, hier im Untergrund, in den Abwasserkanälen wird das kein Problem sein. Ich denke nicht, dass die verhüllten Magier gucken, was hier unten vor sich geht. Nun gut. Gut, wir sind im Südosten rausgekommen. Das heißt, wir gehen erstmal südlich lang. Gucken wir uns in Ruhe die Abwasserkanäle an. Oh, da steht jemand. Ein Meuchelmörder oder ein Hehler? Was bist du denn? Ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Klingt nach einem Hehler, also einem, der Schwarzmarktzeug vertickt. Ich habe euch noch nie hier unten gesehen. Neue Kunden vielleicht? Mein Name ist Roger. Benötigt ihr vielleicht irgendetwas? Also ja, er ist Roger der Hehler. Oder Roger der Hehler, wenn man es schlecht ausspricht. Was verkauft ihr eigentlich genau? Oh, hauptsächlich dieser und jener Krimskrams. Ich kaufe Dinge von Leuten, die Dinge beschaffen und ich frage nicht, wo sie sie herhaben. Und dann verkaufe ich sie an andere Leute. Eine Warenumverteilung sozusagen. Ist das nicht illegal? Wer seid ihr? Kämpft ihr gegen das Verbrechen, um die Abwasserkanäle zu reinigen? Ich kümmere mich nur um meine eigenen Geschäfte und mehr ist da nicht. Es ist nur ein Geschäft. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann verschwindet. Ja, warum betreibt ihr euren Handel hier unten in den Abwasserkanälen? Hier unten? Oh, die Abwasserkanäle sind nicht so übel. Die Waren kommen nicht hier runter und meine Kunden schätzen es auch, die Geschäfte nicht in aller Öffentlichkeit zu machen. Ja, da gerade die Abwasserkanäle unterm Tempelbezirk. Das sind, glaube ich, sogar die einzigen Kanäle, die es gibt. Die Monster sind das größte Problem. Vor allem in letzter Zeit. Da ist zum Beispiel dieser Meerestroll. Erst halten sich die Leute die Monster hier als Haustiere und wenn sie groß genug werden, spülen sie sie herunter, um mich zu ärgern. Ja, das ist diese Story mit den Krokodilen, die in Florida im Klo runtergespült wurden. Oder allgemein in Amerika. Ja. Ja, was würdet ihr mir geben, wenn ich mich um euer Problem kümmere? Gut, er ist zwielichtig, weil er hier unten Handel betreibt mit illegalem Zeug. Aber vielleicht kommen wir so an ein bisschen Geld. Und kriegen vielleicht bei ihm Rabatt. Nur das hängt davon ab, was ihr wollt. Geld natürlich. Ich denke, ich könnte mich wohl von ein paar Münzen aus deiner Partei trennen. Ich sage euch, wie wir es machen. Erledigt dieses Meerestroll-Ungetüm für mich. Und ich wäre erfreut, euch mit 500 Goldmünzen zu entlohnen. Hm? Ja, abgemacht. 500 Gold für einen ollen Meerestroll ist nicht wenig. Gut, gut. Es wäre schön, wenn ich endlich Ruhe von dem lästigen Scheusal hätte. Kommt zurück, wenn die Sache erledigt ist. Er lebt in der westlichen Ecke der Abwasserkanäle. Ja. Gut, wir haben eine neue Quest. Watcher und der Meertroll. Müsste ziemlich weit unten sein, genau. Ich habe einen Fechter namens Watcher in der Kanalisation getroffen. Und ihm versprochen, einen Seetroll zu erledigen, der ihm arge Probleme bereitet. Wenn ihr es wollt. Ja, für 500 Gold einen Meerestroll zu töten, ist doch was. Gehen wir hier einfach mal weiter.
Vielleicht finden wir ihn ja. Wenn er sich nicht irgendwo in der Mitte verkriecht. Nein, da ist er schon. Ja, Trolle hatten wir in Baldur's Gate 1 nicht. Das sind sehr lästige Viecher. Verflixt. Ja? Gut, was haben wir denn so an magischen Geschossen für dich? Ich denke, ich bin soweit. Und eine Farbkugel von mir aus. Da ist er auch schon fast tot. Ja. So. Töter kriegen wir ihn so leider nicht. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen mit Säure oder Feuer. Und weg ist der Troll. Gut, Talisa mal heilen. Haben wir noch irgendwo leichte Heilzauber? Nö. Das heißt, das muss man mit mittelschweren Wunden gehen. Und ruhig auch mal mit einer Fähigkeit. So, der Meerestroll ist erledigt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dann kassieren wir mal 500 Goldmünzen. Fragt nur. Euer Wunsch ist mein Begehr. So, einmal Quicksave. So. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ausgezeichnet gemacht, Kumpel. Endlich werden meine Lage wieder sicher vor diesem fischäugigen Troll sein. Nun dann, was wollt ihr gleich noch als Belohnung? 1000 Goldmünzen. Hä, ihr müsst mich ja für ziemlich blöd halten, Kumpel. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich euch 500 Goldmünzen angeboten. Und hier sind sie auch. Wer wird denn gleich gierig werden, hm? Gut, 500 Gold und 9500 Erfahrung. Ich habe das noch nie ausprobiert, also noch nie drauf geachtet. Ich war da, glaube ich, immer ehrlich. Deswegen gucke ich mal ganz kurz, was passiert, wenn wir ehrlich sind. Gibt es da mehr Gold? Ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ja, 500 Gold. Nee, gibt das gleiche. Habe ich euch das versprochen? Nun dann, Kumpel, hier bitte. Und danke nochmal für die ausgezeichnete Arbeit. Wenn ihr später irgendwas benötigt, kommt nur ohne zu zögern zu mir. Mhm. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Ah, es ist immer gut, mit euch zu sprechen, Kumpel. Was kann ich für euch tun? Ja, eine gute Freundin von mir wurde von den verhüllten Magiern eingesperrt. Wisst ihr etwas darüber? Hehe, ihr wisst doch, dass es eine Menge hässlicher Geschichten darüber gibt, was die verhüllten Magier mit denen anstellen, die sie einkerkern. Aber es ist eine ziemliche Herausforderung, die verhüllten Magier zu finden, ganz zu schweigen von ihren Gefangenen. Sie können genauso gut auf den Wolkengipfeln sein, keiner weiß es. Mein Ratschlag, redet mit den Schattendieben. Wenn es irgendjemand weiß oder herausfinden könnte, sind sie es. Schwierig ist nur, sie dazu zu bringen, euch zu helfen. Aber hey, ihr habt ja nicht gesagt, dass es ein einfacher Weg sein muss. Okay. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Was könnt ihr mir jetzt über den Gildenkrieg erzählen? Dann habt ihr also davon gehört, hm? Nur ist es mir wirklich schleierhaft, wer eine Gilde auf die Beine stellen könnte, die sich mit den Schattendieben anlegen kann. Aber täuscht euch ja nicht, diese andere Gilde wird nicht lange überleben. Die Schattendiebe werden nicht zulassen, dass man sie aus noch einer Stadt vertreibt, nicht nach Tiefwasser. Oh, hat Kelben sie da rausgeschmissen? Aber wer weiß schon genaueres? Vielleicht ist ihnen diese andere Gilde ja wirklich überlegen. Ich würde nur gerne wissen, was uns erwartet, wenn diese andere Gilde an die Macht gelangt. Könnte mich ziemlich stark betreffen, wisst ihr? Ja, hier unten. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Ja, zeigt mir, was ihr habt, Roger. Dann folgt mir bitte. Hier unten habe ich eine reichhaltige Auswahl. Ihr könnt praktisch alles finden, was ihr benötigen könntet. So. Roger hat erstmal ein paar Tränke. Die wir nicht unbedingt brauchen. Haben wir was zu verkaufen? Oh ja, wir könnten bei Roger was verkaufen. Wurfpfeile sind nichts wert. Großschwerter nimmt er uns sogar ziemlich nett großzügig ab. Ja. Obwohl, verkaufen wir mal nur die Kurzschwert, das Kurzschwert. Also Roger verkauft hauptsächlich, was heißt hauptsächlich, er verkauft nur Tränke. Also hier unten ist unser Trankhändler.
Er verkauft leider keine Tranktasche, weil die gibt's ihn erst ab Thron des Baal, soweit ich weiß. Das war so, waren so ungefähr die wichtigsten Sachen, die ich mir immer in Icewind Dale 2 gekauft habe. Und ich glaube sogar in 1 schon. Behälter. Weil die sind einfach nützlich. Man spart so viel Platz. Gerade für Edelsteine, Schmuck und so weiter. So, gut. Wir haben jetzt unserem netten kleinen Hehler hier geholfen. Das ist aber nicht der eigentliche Grund, warum wir hier runtergekommen sind. Wir müssen immer noch Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich hatte es gerade von Kelben aus Tiefwasser. Keldorn finden. So, wer seid ihr zwei denn? Jäger und Hark. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Was wollt ihr hier? Hier gibt es nichts für die Allgemeinheit zu sehen. Wir kümmern uns nur darum, die Kanäle zu säubern und sowas. In solcher Rüstungsmontur? Hey, was wollt ihr? Stört mich nicht bei meiner Meditation. Ich habe nach meinem Nickerchen jede Menge Arbeit zu erledigen. Ach so, ihr habt euch hier verkrochen. Stört mich nicht bei der Ausübung meiner Pflichten. Um nicht schaffen zu müssen. Na gut, wenn es hier unten Meerestrolle gibt, kann man die Leute ja nicht schlecht ohne Schutz runterlassen. Und damit meine ich nicht unbedingt den Tiefschutz. Auf Recht und Ehre. Oh, da kämpft jemand gegen einen toten fast toten Zombie. Goblins. Es gibt hier ein schlimmes Unheil, dem ich noch auf den Grund gehen muss. Ja, da hat Minstras gerade übertönt, also haltet ein und geht nicht weiter, Laie. Es gibt ein schlimmes Unheil, dem ich noch auf den Grund gehen muss. Verzeiht die Strenge meiner Stimme, aber nennt mir bitte den Grund euren Besuch hier. Ihr solltet es besser wissen, als solltet zu fragen, die die Abwasserkanäle durchstreifen. Wir sind von der Kirche geschickt worden, um diese Tiefen nach fehlenden Gefolgsleuten zu durchsuchen. Ein schlimmes Unheil, sagt ihr. Welcher Art und wer seid ihr, das festzustellen? Wenn es hier ein Unheil gibt, Alter, dann versichere ich euch, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Nee, fragen wir mal, welches Unheil. Ich bin Keldorn, also ja, den haben wir gesucht. Diener des höchst ehrenwerten Ordens des strahlenden Herzens. Was das Böse betrifft, von dem ich sprach, ich weiß nur, dass es Jagd auf meine Glaubensbrüder macht. Ich habe gehört, dass die anderen Kirchen in letzter Zeit ähnliche Verluste erlitten haben. Jetzt müsst ihr aber wirklich verstehen, dass ich euch ohne Antwort auf meine Frage nicht durchlassen kann. Was habt ihr hier zu suchen? Meine Kirche befiehlt mir, diese Tiefen zu untersuchen. Wenn ihr das Gleiche tut, dann sagt mir, was ihr wisst. Wie auch ihr, bin ich geschickt worden, um diesen Ort nach Anhaltspunkten zu durchsuchen. Irgendwas entdeckt? Ich springe nicht für Paladine, also zur Seite mit euch. Nee, nehmen wir mal das Erste. Das Böse, von dem ich sprach, seine Gegenwart ist sehr stark und steigt. Ist sehr stark und steigt, was nicht sehr überraschend ist, von irgendwo tief unter uns auf. Kommt, lasst uns unser Schicksal gemeinsam besiegeln und es herausfinden. Man hat mir aufgetragen, auf die Gruppe, die ich in dieser Sache unterstützen soll, zu warten. Es ist meine Pflicht, dem Geheimniswohl zu dienen. Ja, eure Gegenwart in meiner Gruppe wäre mir sehr willkommen. Ich nehme eure Dienste an. Da führt mich an, ich werde mein Schwert nach eurem Befehl ausrichten. Lasst uns einen Ausgang aus diesen Gruben finden, der zu der tieferen Schwärze hier drunter führt. Ja. Ich denke, ich sollte euch sagen, dass ich noch eine weitere Mission verfolge. Ich versuche, eine alte Freundin von mir namens Simone zu retten, die von den verhüllten Magiern gefangen gehalten wird. Ich weiß nur wenig über die Magier, außer dass sie viel zu oft in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Helft ihr mir erst mit meiner Sache, dann werde ich mich bemühen, euch zu helfen. Lasst uns aufbrechen. Ja, wir entfernen Yoshimo, das hatte ich ja eh vor, habe ich gesagt. Und nehmen Keldorn auf, damit wir mehr Nahkampfpower haben, weil zu viel Fernkämpfer ist auch nicht gut. Da reichen 2 vollkommen aus. So. Es ist nicht mein Wunsch, unseren Bund zu lösen, ehe wir nicht unsere Aufgaben erfüllt haben. Aber vielleicht wäre eine Pause nicht schlecht.
Seid ihr euch sicher, dass ihr getrennte Wege gehen wollt?